Hallo und herzlich willkommen live aus dem Willy Brandt Haus zu unserem Europa Hangout mit Katharina Barley. Katharina, schön, dass du heute Abend hier bist. Ich freue mich auch sehr. Und schön auch, dass ihr heute Abend eingeschaltet habt, liebes Publikum zu Hause. Ihr seht ja hier, wir sind im Europa-Hangout und auch im Europa-Fieber, würde ich sagen. Wir haben hier ganz viele Europa-Flaggen, aber nicht nur das. Heute Abend in unserem Hangout werden wir ganz viele spannende Gäste begrüßen, über Europa sprechen. Wir werden ein Europa-Quiz spielen. Oh, das hat mir vorher niemand gesagt. Und wir haben europäische Snacks vorbereitet. Aber nicht nur das. Ihr könnt heute Abend sozusagen auch Teil dieses Hangouts sein, indem ihr abstimmt und mit an den Umfragen teilnehmt. Die Kollegin wird den Link nochmal in den Chat posten und dann stimmt fleißig ab. Wir werden dann die Antworten hier gemeinsam besprechen. Und darüber hinaus sind wir auch wirklich vollends im Europafieber angekommen, würde ich sagen. Am Samstag war die erste Großkundgebung, der Wahlkampfauftakt in Hamburg. Am 18. Mai geht es dann weiter in Karlsruhe. Es ist viel los, viel zu tun. Katharina, wie geht's dir? Also wahlkampfmäßig geht es mir sehr gut. Gesundheitlich bin ich ein klein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Dieser ewige Wechsel zwischen warm und kalt. Und dann packst du ja für sehr lange Zeit immer deinen Koffer und dann hast du manchmal nicht das Richtige dabei. Und naja, mich hat es ein bisschen erwischt. Aber eigentlich fühle ich mich schon, jetzt wo du es fragst, gerade schon fast wieder gesund. Das hört sich super an. Das heißt, du bist bereit für unser Europa-Hangout. Absolut. Und damit wir, ja, ich sag mal, der Gesundheit noch ein bisschen auf die Sprünge helfen können, haben wir da mal ein bisschen was vorbereitet. Ein paar europäische Snacks. Mhm. Und als erstes darf ich dir eine Olive anbieten. Mhm. Und das hat einen besonderen Grund, weil die Snacks sind auch gleichzeitig unser Quiz. Oh oh. Du darfst jetzt gerne eine Olive testen. Ja. Und dann vielleicht raten, aus welchem europäischen Land diese Olive kommt. Denn, ich stelle die mal gerade hier ab, ich habe in unserem Europa-Magazin nämlich gelesen, dass du immer ein paar Nüsse dabei hast, so als Snack und auch auf Oliven stehst. Also greif gerne zu. Also da gibt es eine Geschichte dahinter, weil ich mochte eigentlich früher überhaupt keine Oliven. Und dann habe ich meinen ersten Mann kennengelernt. Mhm. Ich sage das mal, bevor ich die koste, der Spanier ist. Und dann musste ich dort, da kommst du überhaupt nicht drum rum, Oliven zu essen und vor allen Dingen auch Kaffee zu trinken. Ich bin ja halbe Britin, also Kaffee war auch nicht so mein Metier. Im Kaffee bin ich immer noch nicht so ganz warm geworden, aber Oliven esse ich mittlerweile sehr gerne. Ja, ich muss sagen, die sehen auch fantastisch aus. Ich hoffe, liebes Publikum, ihr könnt sie auch sehen. Es sind grüne Oliven, ihr könnt ja auch mal mitraten, wenn ihr mögt. Und das sollten aber schon spanische sein. Das sollten spanische sein. Es sind italienische? Richtig, es sind italienische. Es waren keine griechischen, das war mir schon klar. Ja, genau. Also du hast auf jeden Fall, ich würde sagen, einen guten Geschmack für lecker die europäischen Snacks. Mhm. Und ja, du warst ja jetzt auch in Italien unterwegs mit der PES. Mhm. Und wie war das so für dich? Bist du da in den europäischen Wahlkampfgeist gekommen? Ich war in Bergamo, mhm. Der Stadt, wo die Corona-Pandemie am stärksten zugeschlagen hat. Und was interessant ist, der fantastische Oberbürgermeister von Bergamo, der damals die Corona-Pandemie dort gemanagt hat, managen musste, der auch sehr viel in den deutschen Medien präsent war, der kandidiert dieses Jahr für unsere Liste fürs Europäische Parlament. Ansonsten war es, wie Italien dann eben so ist. Wir kamen aus Bukarest, sind morgens um 7 oder so gelandet. Um 9 sollte es anfangen oder um 9.30 Uhr und wir waren pünktlich da. Ich habe schon gesagt, zu früh da sein lohnt sich nicht. Und ich glaube, es hat bis, also eine Dreiviertelstunde hat es mindestens gedauert, bis der Gastgeber aufschlug. Irgendwann wurde es dann selbst denen zu lang und sie fingen schon mal an. Und der kam dann ganz entspannt und hat dann eine flammende Rede gehalten. Aber so sind eben die Mentalitäten unterschiedlich. Die sind da deutlich entspannter, was Zeit angeht. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer, ich würde fast sagen, typisch europäischen Geschichte irgendwie an. Mhm. Es ist unterschiedlich und tatsächlich haben wir euch, liebes Publikum, jetzt auch was gefragt. Die Geschmäcker sind verschieden. Wir haben eine Frage reingegeben und es gab verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und wir alle wissen, es ist super wichtig, dass wir uns gerade jetzt, sowieso immer, aber auch vor allem gerade jetzt engagieren, Wahlkampf machen für die Europawahl, dass Menschen wählen gehen. Und wir haben das Publikum gefragt,
auf welche Wahlkampfaktionen Sie sich am meisten freuen. Und zur Auswahl gab es tatsächlich einmal, meinen Bekanntenkreis zum Wählen zu motivieren. Dann die zweite Antwort, der Online-Wahlkampf. Und die dritte Option war der Tür-zu-Tür-Wahlkampf, also die Tür-zu-Tür-Aktionen. Mhm. Was hättest du denn so geantwortet? Alles. Alles gleichzeitig. Wobei, bei mir ist es so, dadurch, dass ich den ganzen Tag ja Politik mache und über Politik rede, halte ich das aus meinem Privatleben ein bisschen zurück. Mhm. Also wenn ich da dann auch noch mit meiner Familie und mit meinen Freunden und mit meinen Nachbarn immer nur über Politik reden würde, dann würde ich den ganzen Tag über gar nichts anderes mehr reden. Von daher sind für mich die letzten beiden wahrscheinlich eher im Fokus. Ja, wir schauen uns mal an, was denn das Ergebnis war. Und tatsächlich wurde die erste Option am meisten gewählt, meinen Bekanntenkreis zum Wählen zu motivieren. Das direkte Gespräch ist ja auch eine sehr beliebte Sache. Hm. Ich würde auch behaupten, eines deiner Stärken. Das hoffe ich jedenfalls. Also mir macht es am meisten Spaß, Wahlkampf zu machen, wenn ich irgendwie mit jemandem tatsächlich kommunizieren kann, dass vor jemandem stehen und alle anschreien. Ist das, was auch manchmal sein muss, aber nicht so meine Lieblingsdisziplin. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, weil im Bekanntenkreis hast du natürlich auch einen Anknüpfungspunkt und die Menschen können dich einschätzen. Also wenn du, die ich dich jetzt als sehr vernünftig und mitfühlend und alles wahrnehme, wenn du sagst, wählen gehen ist super wichtig und SPD wählen ist die richtige Wahl, dann höre ich dir ja eher zu als jemand Fremdem. Mhm. Oder gar einer Politikerin. Deswegen ist das Werben im Bekanntenkreis schon auch wirklich was super, super Wichtiges. Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Strategie. Und wer auch sehr engagiert ist, ist tatsächlich unser erster Gast hier auf dem Podium. Mhm. Ich mache es mal spannend und stelle ein bisschen vor. Sie ist tatsächlich seit 3 Jahren bei den Omas for Future aktiv und leitet die Berliner Gruppe. Und ihr habt nicht nur das Brennen für politische Themen gemeinsam, sondern auch den Vornamen. Ja. Herzlich willkommen, Katharina Dietze, auf unserem Podium. Hallo. Hallo, wie schön, dass du da Katharina. Bist. Hallo, Katharina. Jetzt habe ich die Ehre, mit zwei Katharinas zu sprechen. Tja, möchtest du eine Olive haben? Sehr gerne. Aber du schreibst dich wahrscheinlich mit H. Mit H. Du nicht? Nein. Ah. Ohne... Zwei sehr engagierte Frauen. Ja, es sind tatsächlich, es war eine Packung. Hättest du es gewusst? Ich hätte es nicht gewusst. Ja, also ihr seid beide engagiert, heißt beide auch noch Katharina. Und ich würde euch super gerne fragen, was ihr sagen würdet, warum ist es wichtig, dass sich tatsächlich alle Generationen engagieren und auch alle am 9. Juni wählen gehen? Können die Katharinas unter sich ausmachen, wer anfängt? Ich würde sagen, ich bin die Ältere, ich fange einfach mal an. Sehr gerne. Und das Wichtige ist, dass 56% der Bevölkerung über 50 sind. In ein paar Jahren werden 25% der Gesamtwählerschaft über 67 sein. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass die älteren Menschen sich dafür engagieren, dass alle wählen gehen. Und das ist natürlich jetzt in dieser Zeit unser Hauptfokus. In den nächsten 5 Wochen. Also wir sind ja Aktivistinnen. Mhm. Es gibt 80 Regionalgruppen von uns und wir schwärmen deutschlandweit aus. Wir sind überparteilich, aber wir haben natürlich, wenn wir fürs Klima und für die Demokratie sprechen, schon auch gewisse Präferenzen, was wir Menschen empfehlen würden. Aber das ist eigentlich unsere Intention, die älteren Menschen dazu zu bringen, sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, ich werde es eh nicht mehr erleben und lass die Jungen doch machen, hören wir oft genug, wenn wir auf der Straße sind. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Katharina, was würdest du dazu sagen? Also ich liebe die Omas gegen rechts, möchte ich mal als erstes sagen. Ich habe mal eine Oma gegen rechts auf dem Berliner Hauptbahnhof getroffen mit so einem Badge und dann habe ich erstmal gleich, sie erkannte mich und ich erkannte ihren Badge und dann haben wir erstmal ein Selfie gemacht. Ich finde, ihr macht eine echt sensationell gute Arbeit. Und was du sagst, dem kann ich nur zustimmen, aber ihr habt natürlich auch eine Autorität. Also in Irland gab es mal eine Kampagne für die gleichgeschlechtliche Ehe oder für das, also
ja, und auch für die Lockerung des Abtreibungsrechts, aber vor allen Dingen, dass man gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht mehr diskriminiert. Und die haben eine Kampagne gemacht, Ask Grandma. Also frag doch mal deine Oma. Und wir haben alle gedacht, Mensch, Irland, ja, das ist so katholisch. Da sind die alle dagegen. Und die Omas haben gesagt, was haben die gesagt? Was hättest du gesagt? Ich will, dass mein Enkelkind glücklich ist. Ja. Ja. Und dann ist mir doch egal, ob er ein Mann oder sie eine Frau liebt. Hauptsache, meine Kinder sind glücklich und meine Enkelkinder. Ja. Also die Lebenserfahrung, die ihr dann mitbringt, die gibt euch auch Autorität. Deswegen bin ich da super dankbar für. Aber genauso wichtig ist es natürlich, dass die anderen Altersgruppen auch gehen. Und wir brauchen auch für alle eine andere Ansprache, glaube ich, weil jede Generation einen anderen Erfahrungshintergrund hat. Also wir machen es auch generationsübergreifend. Wir gehen in Schulen, wir bilden Scouts for Future aus. Mhm. Und wir gehen jetzt auch im Rahmen des Wahlkampfs an die uns bekannten Schulen und machen ein Klimaquiz zum Thema Europa, haben wir entwickelt. Und was vielleicht auch nochmal interessant ist, wir haben einen Flyer gemacht. Mhm. Vorne, geh wählen. Hinten ist ein Brief drauf von einer Enkelin an ihre Großmutter, so nach dem Motto, Oma, schenk mir deine Stimme. Ich darf noch nicht wählen. Mhm. Also unbedingt wählen gehen. Und zum Schluss steht, vielleicht nimmst du Opa auch mit. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Auf jeden Fall. Jeder, den ihr mit motiviert, soll am besten noch jemanden motivieren. Unbedingt. Genau, denn nur so kriegen wir die Rechten klein. Ja. So ist es. Und apropos, du hast die Omas gegen rechts auch schon angesprochen. Wenn ich mal eine freche Frage stellen darf. Was kommt denn jetzt? Also Katharina. Welche jetzt? Richtig. Die Antwort, das können wir sozusagen Wir überlegen mal. Unbedingt. Also, wenn es mal bei dir soweit ist, welche Omas werden es denn? Die for Future oder die gegen rechts? Also vielleicht geht ja auch beides. Glück, ich wollte gerade sagen, man kann ja zum Glück in mehr als einer Organisation Mitglied sein. Und ich glaube, das bedingt einander auch. Also wenn die Rechtsextremen was zu sagen haben hier, dann wird Klimaschutz total zurückgedrängt. Wir sehen das ganz stark in Schweden. Mhm. Wir hatten die Magdalena Andersson hier in der Fraktion, die ehemalige Ministerpräsidentin. Und die hat ja unheimlich viel in die Erneuerbaren investiert und hat gesagt, das hat dem ganzen Land auch gleichzeitig zu Wohlstand verholfen. Weil die ganz entlegenen Dörfer, die dann mit Geothermie auf einmal auch Geld verdienen konnten, die haben richtig davon profitiert. Und dann sind die Konservativen und Liberalen an die Macht gekommen, toleriert von den Rechtsextremen. Und Bedingung für die Tolerierung war, alles weg mit Klimaschutz. Mhm. Und diese Dörfer sind wieder in der gleichen schlechten Lage, wie sie vorher waren. Also ich hätte geantwortet, wenn Katharina mal Oma wird, obwohl man nicht Oma sein muss, um mitzumachen. Das ist richtig. Hoffen wir doch, dass die Omas gegen rechts nicht mehr so viel zu tun haben. Das auch Thema Klima ist natürlich was uns noch lange begleiten wird. Und ich meine, es ist ja sowieso so mehrdimensional. Ja. Und wir kooperieren mit den Omas gegen rechts hier in Berlin total. Wir waren gerade vorgestern beim Taz Lab. Ja. Gemeinsamer Stand. Und die sind richtig cool auch. Gar keine Frage. Mein älterer Sohn ist 27. Ich hoffe, er hört das nicht. Aber er hat auch eine ganz nette Freundin. Schon ziemlich lange. Nein, das ist. Also ich habe nicht auf Enkelkinder gewartet und habe dann innerhalb von 6 Jahren 6 Enkelkinder gekriegt. Oh wow, von wie vielen Kindern? Von 3. Ja, ich habe nur 2 und der Kleine ist erst 20. Also aber ist heute das alles später. Irgendwie aber wird das schon. Egal, wir tun es ja für die Enkel dieser Welt. So ist es. Und für euch auch, ich meine. Ja, unbedingt. Also ich bin auf jeden Fall total beeindruckt von so viel Katharina Power. Oma Power will ich noch nicht sagen. Katharina, diesmal meine ich die mit H. Du hattest im Vorgespräch auch erzählt, dass ihr euch sozusagen, ich sag mal, Wahlkampfaktionen auch überlegt hattet. Du hast es jetzt schon im Brief gezeigt. Ja. Habt ihr euch da noch was anderes überlegt? Ja, also wir in Berlin werden Flashmobs machen. Das heißt, die letzten 2 Wochen vor der Wahl werden wir mit großen selbstgebastelten Plakaten in den Grünphasen auf Fußgängerüberwege gehen, morgens im Stoßverkehr und abends, wenn rausgependelt wird aus Berlin, und die Schilder hochhalten und sagen, geh wählen und tu was für die Demokratie. Und das werden wir die ganze 2 Wochen machen. Und wer Lust hat, kann sich anschließen. Ja, das hört sich fantastisch an, auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen,
So viel Engagement braucht einen Snack. Und ich nehme noch eine Olive. Ja. Die Oliven sehen fantastisch aus. Die haben ein bisschen Schärfe, sind sehr lecker. Und jetzt haben wir auch noch Käse vorbereitet. Ach, ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch noch Bock auf Käse habt. Ich bin vegan. Okay, der ist tatsächlich nicht vegan, der Käse. Aber Katharina, möchtest du vielleicht zugreifen? Ich nehme auch ein Stück Käse. Denn wie ihr wisst, die Snacks sind ja hier aus einem Grund. Wir wollen raten, aus welchem europäischen Land dieser Käse kommt. Du kannst natürlich gerne mitraten. Ich würde es wahrscheinlich am Geruch rauskriegen. Schnuppert gerne. Schmeckt. Holland. Es muss, also wenn ihr jetzt hier nicht Holland gemacht habt, bei meiner Biografie, dann weiß ich auch nicht. Du hast völlig recht. Ihr beide habt recht. Es ist Holland. Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage, auf die ich mich schon am allermeisten gefreut habe. Katharina, welche Rolle spielt Käse in deinem Leben? Käse, damit habe ich jetzt sehr viel zu tun, weil ich in jungen Jahren einen Spanier geheiratet habe, der schon halber Niederländer ist. Mhm. Und mein zweiter und letzter Ehemann Niederländer ist. Und okay. Wir auch immer mal dort sind. Da kommst du natürlich um das Thema Käse überhaupt nicht rum. Will ich auch gar nicht. Und ich versuche mich auch mit so wenig Fleisch wie nötig zu ernähren. Ich habe es immer noch nicht geschafft mit dem vegetarischen Leben, weil dafür noch zu viel Spanien in mir drin hängt. Und wenn mir dann dieser Jamón Serrano, der Geruch durch die Nase geht, dann schießt bei mir sofort hier der Speichel ein. Aber ja, lecker. So ist das mit dem Käse. Lecker, lecker, lecker. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Katharina. Sehr gerne. Fürs Mitraten, für dein Engagement an allererster Stelle. Schnapp dir gerne noch eine Olive. Ja, genau. Und dann würde ich vorschlagen, du kannst dich gerne wieder zu den anderen Gästen setzen. Denn wie jedes gute Format haben wir auch leider hier begrenzte Zeit. Und jetzt haben wir ja über verschiedene Wahlkampfaktionen gesprochen. Katharina hat fantastische Ideen von den Omas vorgestellt. Finde ich richtig spannend. Und an der Stelle möchte ich jetzt auch noch mal kurz Werbung machen. Wir haben ja auch sogar für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf eine App, die man sich runterladen kann. Und da geht das alles ganz einfach mit. Und ja, wenn ihr immer noch, nicht genug habt und auf dem Laufenden bleiben wollt, kann ich natürlich auch sehr deinen WhatsApp-Kanal empfehlen. Yep. Katharinas Sozenbande ist eine klasse Sache. Und ja, liebe Zuschauer, ihr habt jetzt auch wieder die Möglichkeit abzustimmen. Es gab eine neue Frage und ihr habt gewotet. Die Frage lautete folgendermaßen: Würdest du morgen wieder auf eine Demo gegen Rechtsextremismus gehen? So, wir schauen uns mal das Ergebnis an. Wir sehen es auch schon auf dem Bildschirm. Die Antwort ist auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich bin jetzt erleichtert über diese Antwort. Was würdest du sagen? Überrascht sie dich? Nein, also ich wäre schockiert gewesen, wenn das anders ausgegangen wäre. Ich war ja auch auf verschiedenen Demos, die auch sehr unterschiedlich waren in der Atmosphäre. Manche waren sehr kämpferisch, manche waren sehr, so verbindend, so sehr harmonisch ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber wo es sehr um den Zusammenhalt ging. Bei manchen gab es auch ein paar Konflikte mal zwischen den Teilnehmenden, bei den meisten nicht. Und bei allen habe ich das Gefühl gehabt, es macht einen stärker, wenn man weiß, dass viele da sind, die das so sehen wie man selbst. Und gerade beim Thema Demokratie haben ja viele auch gedacht, Mensch, das ist so anstrengend, das alleine zu machen. Mhm. Und dann hast du diese ganzen Schreihälse und Idioten um dich rum und du denkst, du bist ganz allein damit. Mhm. Dass du dann siehst, hey, du bist alles andere als alleine. Hunderttausende sind auf deiner Seite. Das ist schon toll. Ja, das ist auf jeden Fall ein fantastisches Gefühl. Und gleichzeitig ist halt die Bedrohung von Rechtsextremismus sehr real. So, das merken wir jeden Tag. Das weißt du auf jeden Fall auch sehr gut. Du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange auch damit. Ja. Das ist dein Herzensthema. Und wer sich das Thema auch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht hat, nämlich Rechtsextreme in der Kommentarspalte online zu bekämpfen, ist unser nächster Studiogast. Ich mache es wieder spannend und stelle ihn ein bisschen vor. Okay. Er ist Netzaktivist, seit 2018 bei dem Bündnis Ich bin hier engagiert. Mhm.
Heute Abend ist er auch hier. Er ist Genosse aus Potsdam und ich würde sagen, herzlich willkommen, Horst Trumpf. Hallo. Hallo. Hallo Horst. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich habe schon viel von dir gehört. Darf ich dir Oliven und Käse anbieten? Ich denke, es kommt gleich eine Frage, dann habe ich den Mund voll. Aber danke. Könnt gleich auf jeden Fall erstmal einen Snack. Ich habe kein Problem damit, einfach weiterzureden. Dann kann ich nämlich schnell meinen Witz machen, den ich vorbereitet habe. Horst, du heißt Horst Trumpf, aber mit Trump hast du nichts am Hut, sondern eigentlich das Gegenteil. Du willst quasi Menschen wie ihn in der Kommentarspalte bekämpfen. Gerade rechtsextremer Hass, die Menschen radikalisieren sich online. Du hältst dagegen. Wo schaffst du deine Motivation her? Also ich muss mal einschränken, ich war ab 2018 für über 2 Jahre bei Ich bin hier aktiv. Okay. Jetzt hat die Gruppe seit einiger Zeit leider Pause. Es gibt keine so große Organisation mehr. Mein Engagement kam eigentlich durch die Information über das Ganze. Wie aktiviert wird im Netz? Es schreiben 5% aller, hauptsächlich Facebook, 5% aller User schreiben Kommentare, 40% lesen aber. Mhm. Und wenn man da zulässt, dass der Hass und die Hetze Überhand gewinnt und als normal angesehen wird, dann verschiebt man auch genau die Grenzen. Was ja gern betrieben wird, von den Rechten Grenzen zu verschieben, indem sie eigentlich positive Wörter für sich vereinnahmen, indem der Begriff Woke zum negativen Kampfwort der Rechten geworden ist. Ein Gutmensch ist negativ konnotiert. Das kann einfach nicht sein. Und einfach im Netz, was eigentlich als ein soziales Netzwerk gedacht war, zu zeigen, es gibt auch soziale Menschen, es gibt auch Menschlichkeit in dem Netzwerk. Das war uns allen wichtig. Ja, das ist super spannend. Also ich meine, du kriegst wahrscheinlich auch öfters irgendwie Fragen dazu. Was können wir irgendwie dagegen machen? Ich finde, man kann ja auch nicht wirklich von einem Rechtsruck reden. Also das gibt es schon sehr, sehr lange. Die Gefahr ist super präsent und total gefährlich. Ja, also wenn du jetzt im Gespräch bist, zum Beispiel mit Menschen, die du triffst, was antwortest du da so? Naja, also wenn die wissen wollen, was wir politisch machen, dann antworte ich, dass wir gerade jetzt diese Legislaturperiode was sehr Wichtiges beschlossen haben. Das nennt sich Digital Services Act. Das hört sich sehr komplex und abstrakt an, aber wir haben damit die Plattformen verpflichtet, stärker gegen Hass und Hetze und Desinformation im Netz vorzugehen. Weil was wir nicht wollen, ist so eine Art Ministerium der Wahrheit oder so. Irgendeine offizielle Stelle, die sagt, das stimmt nicht. Sondern die Plattformen müssen das selber organisieren. Wie sie das organisieren, ist im Grunde genommen ihre Sache. Hauptsache, es ist wirksam und sie haben wirklich so Faktencheck zum Beispiel und entfernen alles, was hetzt und was Hass verbreitet, aus den Netzwerken. Und wenn nicht, dann kriegen sie ziemlich empfindliche Geldstrafen. Im Moment läuft gerade ein Verfahren gegen X, also gegen Elon Musk. Und wir kennen das von der Europäischen Union. Wenn da jemand verurteilt wird, dann werden das schon mal ein paar Milliarden Euro. Das ist das, wenn man es politisch betrachtet. Und wenn man davon betroffen ist, wir wissen, dass weit überwiegend Frauen und Mädchen betroffen sind. Das ist auch nochmal ein eigenes Thema. Also je nachdem, wie stark es einen tangiert und anfasst, würde ich mal sagen, immer anzeigen, wenn man den Verdacht hat, es könnte strafbar sein, immer anzeigen, das ist ganz wichtig. Sich Hilfe holen. Also es gibt verschiedene Organisationen, die sich damit beschäftigen. Hate Aid zum Beispiel. Auch sich Hilfe holen, also auch im Umfeld Hilfe holen. Nicht versuchen, wenn man sehr, sehr verletzt ist und einen das sehr beschäftigt, gerade wenn es Mobbing ist, das alleine durchzustehen, sondern und wenn es nicht ganz existenziell ist, würde ich auch immer sagen, blocken, blocken, blocken. Also weil du weißt ja noch nicht mal, ob das echte Menschen sind. Das sind ja zum Teil auch irgendwelche Bots, irgendwelche Maschinen, die da unterwegs sind. Und da steht gar keine echte Person dahinter. Und du machst dir da schlaflose Nächte drüber, blocken und weg. Ja, absolut. Also Horst, was würdest du dazu sagen? Gehst du da mit den Tipps? Auf alle Fälle. Und was auch wichtig ist, wenn man sich dort engagieren will, ist es nichts Wichtigste im Vorfeld, sich überhaupt zu vernetzen, um sich auch online die Hilfe holen zu können.
Man findet in dem Netzwerk immer noch die Menschen, die engagiert sind. Die sind nur sehr zersplittert in kleinen Gruppen. Aber wenn man mal in einer Gruppe drin ist, dann findet man die Nächsten und kann sich mit solchen Leuten vernetzen, kann sich gegenseitig unterstützen. Wir haben zum Beispiel dann Messenger-Gruppen, wo wir Hilferufe loslassen können, dass jemand zur Unterstützung kommt in die Kommentarspalte, um einfach auch selber wieder bestärkt zu werden, Energie aufzubringen, weiterzumachen. Mhm. Und das Schwierige daran ist, wenn man sich in den Schmutz begibt, wird man schmutzig. Und da muss man einfach eine gewisse Resilienz aufbauen, mhm. um das auch längerfristig durchhalten zu können. Ab und zu setze ich Kommentare ab, da habe ich Angst, jetzt kommt wieder Shitstorm im Weg rein. Aber ich kann in der Zwischenzeit, habe auch die Funktion entdeckt, auszuschalten, die Benachrichtigung, wenn ich Kommentare kriege, und dann lasse ich das laufen. Mhm. Also man kann Recht haben, kann man im Netz nie. Man muss nur den anderen zeigen, es gibt auch andere Meinungen, es gibt tatsächliche Fakten und keine gefühlten Wahrheiten. Und du hast, glaube ich, auch, also wir haben uns vorher noch nicht unterhalten, aber ich habe mich mit jemandem unterhalten, der dich kennt. Und der sagte, du verstärkst dann auch gerade speziell die positiven Kommentare, damit der Algorithmus die dann nach oben spült. Genau, also einen Kommentar unter einem positiven Kommentar zu schreiben, einen Like dazulassen unter einem anführenden Kommentar, das spült die im Algorithmus nach oben, weil bei Facebook werden immer erst die relevanten Kommentare eingeblendet und das sind einfach die mit dem größten Feedback. Genau, und dann kommst halt, wenn du runterscrollst, kommt dann eben als erstes das Positive. Und so hat die Aktionsgruppe damals zum Beispiel auch gearbeitet. Wir haben Aktionen gestartet, nur bei großen Medienseiten. Also wir sind in keine politischen Seiten, keine privaten. Und wenn, das sind bekannt, die Medien, die mit Clickbaiting negative Kommentare produzieren. Und da haben wir uns halt auch gegenseitig geliked, um dann empathische und faktische Kommentare nach oben zu kriegen. Mhm. Ja, das ist echt super spannend und auch sehr wichtig. Also ich hoffe, dass die Tipps jetzt hier auch weit gestreut werden. Mhm. Denn wir alle haben ja früher oder später mal was damit zu tun. Und was ich immer wieder beeindruckend finde, Horst, du hast es gerade auch angesprochen, irgendwie man ist dann quasi im Dreck, also in wirklich sehr viel negativen Kommentaren. Und ihr beide seid aktiv, engagiert und so weiter. Wie könnt ihr da eure persönliche Resilienz aufbauen? Also manchmal hat man ja zum Beispiel irgendwie so eine Motivation, man steht morgens auf und man weiß, warum man das macht. Wie würdet ihr das formulieren, Katharina? Was ist das bei dir? Also, ich war ja gar nicht sicher, ob ich überhaupt in die berufliche Politik gehen sollte als jüngere Frau, weil ich privat ein sehr empfindsamer Mensch bin. Und dann habe ich aber, als ich anfing, mich politisch zu betätigen, gemerkt, dass ich das ganz automatisch trenne, ohne dass ich da was für tun muss. Und das ist bei diesen Kommentaren auch so. Mhm. Mich trifft das erstaunlich wenig, weil ich weiß, die meinen nicht mich, weil die mich nicht kennen. Also die kennen mich gar nicht als Person. Die schreiben da irgendwas hin, weil sie gegen Politik sind, gegen die SPD sind, gegen Frauen sind, gegen was weiß ich was. Mhm. Aber wenn die versuchen, mich persönlich zu attackieren, das lässt mich erstaunlich kalt, weil ich einfach, manchmal ist es auch so absurd, dass ich mir dann immer wieder vergewissere, ja, da siehst du es wieder, die kennen dich gar nicht. Ne? Mhm. Also wenn die irgendwie schreiben, ach, was weiß ich, was über Arroganz zum Beispiel. Also ich habe echt sehr, sehr viele Fehler. Aber das weiß ich nun sehr sicher von mir, dass ich das nicht bin. oder geldgierig oder sowas. Ne? Und wenn du dann immer mal wieder so, was du alles vor die Füße geworfen kriegst. Und wenn, je absurder es ist, umso mehr erinnert es mich wieder daran, ja guck, siehst du, dann, die meinen gar nicht mich als Katharina Barley, sondern die meinen, die projizieren was auf mich. Und das hilft mir jetzt in meiner sehr speziellen Position, das hinzukriegen. Ich weiß, dass es nicht allen hilft, die davon betroffen sind. Wenn man gemobbt wird oder Hass bekommt von Menschen, die man persönlich kennt, ist es natürlich schwieriger. Mhm. Aber ich würde versuchen, wenn das von irgendwoher kommt und man weiß überhaupt nicht, wer dahinter steht, ich würde versuchen, es so zu sehen. Die kennen dich nicht, also können sie dich auch gar nicht meinen. Es geht gar nicht. Ja, das ist richtig. Das ist auch einfach ein komisches Gefühl in diesem Internet, wenn man da so unterwegs ist und dann die Kommentare kommen. Horst, du nickst schon.
Ja, natürlich. Und genau wie du sagst, die meinen nicht mich. Die wissen überhaupt nichts von mir. Und das ist das aber, was mich antreibt. Ich habe das Netzwerk, das soziales Netzwerk wirklich kennengelernt, um sich zu connecten, um Leute zu wiederzufinden. Und ich habe aber meine Community dort aufgebaut. Das ist eine wunderbare soziale Community. Als Beispiel, ich kenne dadurch natürlich deutschlandweit Personen. Ich habe letzten Herbst eine Deutschlandreise gemacht, 26 Tage lang, 18 Orte. Ich habe insgesamt 50 Leute aus der Ich bin hier Community getroffen. Und es sind ganz wunderbare Abende mit menschlichen Menschen. Und das tut gut, dann nach so einer Reise ist man wieder aufgebaut. Da sieht man, die Menschlichkeit gibt es und die gibt es sogar sehr kommunikativ und nicht die Leisen, sondern wir sind mehr und das haben wir zum Glück jetzt Anfang dieses Jahres gesehen, dass wir tatsächlich mehr sind, dass wir nur mehr schweigen in den Medien. Also es Absolut. ist eigentlich auch der Aufruf an uns alle, dass wir mehr die Positiven stärken sollen und uns mehr umeinander kümmern sollen, auch im Auf Netz. alle Fälle, die Kommentarspalte kann nicht davon leben, dass einer hetzt und wir hetzen dagegen. Das bringt ja gar nichts. Ich bin auch gar nicht so veranlagt, sondern ich will eigentlich eher das Positive im Leben zeigen. Eigentlich geht es unserem Land sehr gut, es wird nur sehr schlecht geredet. Es wird an kleinen Zahlen festgemacht und da findet man immer was. Ist auch ein Rat für die Kommentarspalte, nicht über jedes Stöckchen zu springen. Da gibt es die krudesten Theorien und Halbwahrheiten, die verteilt werden und dann gehen die Leute drauf los und versuchen dagegen zu argumentieren. Die Rechten machen, die Rechtsradikalen dort, die machen einen Kulturkampf draus und mit Fakten braucht man da überhaupt nicht zu kommen. Ja, das ist echt auf jeden Fall ein heftiges Thema. Wie ihr beide ja auch schon gesagt habt, wenn man dann länger in der Kommentarspalte oder halt dann da unterwegs ist, dann wird es immer düsterer. Und ja, jetzt habe ich natürlich einen fantastischen Übergang. Es wird immer düsterer und ich versuche euch jetzt aufzuheitern mit einem weiteren Snack. Und Okay. zwar ist es ein Apfel, Jetzt ein fragst du aber nicht, roter. welche Sorte das ist, hoffentlich. Natürlich frage ich das Oder wieder. Horst kann mir Das ist ja helfen. hier unser Nein. Quiz. Wie gesagt, liebe Zuschauer, ihr könnt auch gerne mitraten. Ich bin leider kein Apfelkenner. Ich auch nicht. Ich Weil, esse wenn auch man so ganz selten aktiv ist. Äpfel, weil ich kriege von Äpfeln immer Hunger. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemand in diesem Universum geht, dem das auch so geht. Ja. Ja, also wenn man so aktiv ist, dann braucht man ja auch mal einen gesunden Snack, würde ich sagen. Weil. Also ein bisschen mehlig, ne? Für eine Kartoffel würde ich jetzt sagen mehlig. Willst du es Ja. wirklich wissen, welche Sorte das ist? Also, oh mein Gott, Sorte, das könnte ich glaube ich auch nicht schätzen. Aber aus welchem Das ist ein europäischen roter Land Apfel. Ach so. kommt der wohl? Also ich würde sogar aus Lokalpatriotismus natürlich dann sagen Brandenburg. Ja. Ich würde sagen. Europäisches Land. Ja. Brandenburg. Gehe ich mit. Europäisches Land Brandenburg, also Deutschland. Könnte auch das alte Land sein, in der Nähe von Hamburg. Ja, das könnte auch sein, aber tatsächlich ist Brandenburg die richtige Antwort. Also bravo an euch beide, ihr habt richtig geraten. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank, Horst, dass du heute Abend hier bist, dass Willst du noch wir was quatschen mitnehmen als konnten. Wegzehrung? Wir brauchen bald neue Zahnstocher, wenn das so weitergeht. Nimm dir gerne noch einen Snack mit. Du darfst dich dann gerne wieder zu den anderen Gästen setzen. Vielen Dank. Und ja, vielen Dank für deinen Einsatz gegen Faschismus. Wir haben tatsächlich am 1. Mai, der ja schon übermorgen ist, auch dieses Jahr das Motto und wollen nochmal ein Zeichen setzen gegen Faschismus. Und dazu haben wir auch ganz viel tolles Material zusammengestellt auf unserer Website. Also klickt euch da gerne mal rein. Teilt und verbreitet auch diese Botschaft zum 1. Mai, finde ich, ist auch ein guter Aufhänger. Arbeitskampf ist eben auch antifaschistisch. Und ja, Katharina, was machst du eigentlich am 1. Mai? Ich bin am 1. Mai in Stade. So kam ich jetzt wahrscheinlich auch wieder auf die Hamburger Umgebung. Ja. Und freue mich da sehr drauf. Bin natürlich bei der Gewerkschaft und finde, da gehört man auch hin. Ich bin ja selber schon seit, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnten Gewerkschaftsmitglied. Verdi ist meine Gewerkschaft, war damals noch ÖTV, da können sich Menschen in deinem Alter gar nicht mehr dran erinnern. Ja, und fühle mich da sehr wohl.
Das ist richtig, aber ich bin auch Verdi-Mitglied tatsächlich. Ja, haben wir auch was gemeinsam, wenn auch nicht den Vornamen. Das stimmt. Und ja, liebes Publikum, ihr seid natürlich nicht nur am 1. Mai gefragt, auf die Straße zu gehen, sondern auch hier in unserem Europa-Hangout wurdet ihr wieder gefragt. Es gab wieder eine Umfrage. Diesmal wird es sehr europäisch und auch spezifisch, würde ich sagen. Die Frage lautete, was war für dich eines der erfolgreichsten EU-Projekte? Also welches war dein Favorit? Jetzt ist die Liste natürlich sehr lang. Und ich gehe davon aus, dass es dir schwerfallen würde, dich zu entscheiden, welches der Projekte dein absoluter Favorit wäre. Wir haben natürlich eine Auswahl gemacht, die wir zur Auswahl gegeben haben. Wenn ihr es gestellt habt, dann würde ich tippen, dass die Befragten die Abschaffung der Roaming-Gebühren getippt haben. Das ist auf jeden Fall eines der Highlights, würde ich auch ganz klar mitgehen. Tatsächlich, wir haben drei Sachen zur Auswahl gestellt. Ich lese sie nochmal vor. Und zwar war es einmal das einheitliche Ladekabel, eine praktische Sache. Dann das Lieferkettengesetz. Und die dritte Option war der Wiederaufbaufonds nach Corona. Oh. Auf jeden Fall auch eine sehr wichtige Sache. Und das Ergebnis lautet tatsächlich das Lieferkettengesetz. Ja, was aber vielleicht auch was damit zu tun haben kann, dass es das Aktuellste auch gerade ist. Ne? Aber es kann auch was damit zu tun haben, dass es dabei sehr stark um Werte geht. Ja. Und ich habe das Gefühl, gerade jetzt geht es viel mehr um Werte als in vergangenen Wahlkämpfen. Ich kann es ja vor allen Dingen daran jetzt festmachen. Beim Lieferkettengesetz geht es ja darum, dass Unternehmen auch Verantwortung dafür tragen, was für Produkte sie einkaufen von ihren Zulieferern. Und jetzt nicht übertrieben viel, aber schon auch ein Auge drauf haben müssen, dass da keine menschenunwürdigen Zustände oder Umweltschweinereien oder Ähnliches passieren. Und das ist ein erfolgreiches Projekt. So ist es absolut. Ich finde es auch sehr spannend, dass das ausgewählt worden ist, beziehungsweise finde ich das immer sehr spannend, wie ihr so abstimmt. Und weil uns der Austausch so doll Spaß macht mit euch, haben wir gleich wieder zwei neue Gäste hier bei uns auf der Europa-Couch. Ja, genau, du kannst gerne ein bisschen rüberrücken. Es sind zwei Personen. Mhm. Und zwar ist das einmal unsere Gewinnerin von der Verlosung. Sie hat gewonnen, dass sie hier live im Studio dir ihre Frage stellen darf. Okay. Sie kommt aus Münster, ist extra hierher gereist, um ihre Enkeltochter zu besuchen tatsächlich. Und glücklicherweise ist sie in Berlin heute und kann dir hier die Frage stellen. Okay. Und die zweite Person ist tatsächlich auf TikTok sehr aktiv. Und auch mit dieser Person werden wir natürlich über Wahlkampfmethoden sprechen. Und ich darf sehr herzlich begrüßen hier bei uns auf dem Podium Marianne Koch und Tim Vollert. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Servus. Hast du dich farblich nun wirklich perfekt hier angepasst? Zufall. Das stimmt, absolut. Also ihr seid beide Fans, habe ich auch schon gehört, von Europa und auch von Katharina. Stimmt. Marianne, was begeistert dich so? Also ich habe Katharina bei uns in Münster gesehen zum Wahlkampfauftritt. Vorher kannte ich sie aber auch schon aus verschiedenen Videos. Und mich hat begeistert ihre Rede, die sie auf dem Nominierungsparteitag gehalten hat. Ich habe meinen Töchtern die Rede geschickt und habe gesagt, ich musste an zwei Stellen, musste ich richtig Tränchen vergießen, weil das mich so berührt hat. Also ich finde, du hast so eine tolle Ausstrahlung, du bist sehr persönlich und das fehlt oft in der Politik, finde ich. Und du hast immer Beispiele, die man gut verstehen kann und nachvollziehen kann. Also das ist nicht so ein Politikersprech. Ich finde einfach, dass du da sehr persönlich rüberkommst und dass du auch so Beispiele bringst, die sich die Menschen merken können. Das finde ich gut. Danke. Oh, jetzt gehe ich aber 10 Zentimeter größer aus dem Studio. Vielen, vielen Dank. Das ist aber sehr lieb. Ein kleiner Candy Storm, ja. So muss es ja auch sein, dann haben wir ja gerade auch schon besprochen. Ein kleines Snack Storm. Danke. Wir wollen uns auf die positiven Dinge konzentrieren. Ja. Und Marianne, du hast ja auch deine Frage mitgebracht, die du
hier live stellen wolltest. Marianne, gerade die Olive an. Ihr bekam gerade die Olive geflogen. Das ist gar kein Problem. Wie ihr wisst, kann ich einfach die ganze Zeit weiterreden. Ja, Noemi kann sehr. Du kannst gerne einfach in Ruhe die Olive snacken. Und zwar hat die liebe Marianne ja bei unserem Gewinnspiel mitgemacht. Ja. Wie hat sie das gemacht? Sie ist nämlich auf unserem Newsletter-Verteiler. Sie bekommt den Newsletter regelmäßig von uns und da konnte man tatsächlich sich bewerben, seine Frage stellen und dann auch für den Lostopf bewerben. Und falls ihr auch gerne die Frage hier live gestellt hättet, kleiner Tipp, abonniert doch einfach mal unseren Newsletter. So ist es. Marianne, bist du bereit für deine Frage? Ja, ich hatte mich gefragt, ob wir den Brexit rückgängig machen können. Oh, das ist eine Frage, die mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ich habe ja schon gesagt, mein Vater ist Brite und ich habe an diesem Brexit sehr, sehr gelitten und tue es heute noch. Und die Briten tun es inzwischen auch, glaube ich, weit überwiegend, weil er so viel negative Auswirkungen für das Land gebracht hat. Also wirtschaftlich zum einen, aber auch ganz handfest und praktisch. Also die haben ja die ganzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Osteuropa vor allen Dingen verloren, in der Pflege, in der Landwirtschaft, aber auch im Einzelhandel. Die haben keinen Absatzmarkt mehr in Europa und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, man kann den Brexit rückgängig machen. Und es gibt auch viele Menschen, die das gerne tun würden. Das Problem an der Geschichte ist, man findet sehr, sehr wenige, die nochmal die ganze Prozedur machen würden. Also wenn du sagst, würdest du gerne wieder in die EU zurück, dann sagen die allermeisten, die ich treffe, jedenfalls ja, aber um Himmels Willen nicht noch ein Referendum. Und das ist dann jetzt so ein bisschen das Problem, ohne Referendum geht es nicht, weil das Land gespalten hat. Dieser ganze, das war ja auch so eine Lügenkampagne, ne? Da sind wir auch schon wieder. Wir wissen inzwischen auch, dass die Russen da auch ihre Finger drin hatten. Und es gab eine Spaltung zwischen Jung und Alt, zwischen Stadt und Land, zwischen den vier Landesteilen. Natürlich auch zwischen Wohlhabender und weniger Wohlhabend. Und das wollen die Leute nicht nochmal. Insofern sind auch unsere Kolleginnen und Kollegen von Labour eher zurückhaltend. Ich hoffe ja, dass die bald die Regierung übernehmen werden. Und wenn sie das tun, werden sie, glaube ich, eher eine Politik der Annäherung machen, dass wir in mehr Bereichen wieder zusammenarbeiten. Zu meinem ganz großen Leidwesen haben die ja zum Beispiel Erasmus gekappt. Also die britischen jungen Menschen können nicht mehr mit Erasmus nach Europa und umgekehrt. Und ich meine, du bist hier, um deinen Enkel zu besuchen, ist zwar erst ein Jahr alt, aber hoffentlich haben wir es geschafft, bis dein Enkelkind so in das Alter kommt, entweder in der Schule, im Austausch oder im Studium oder in der Ausbildung, dass wir bis dahin wieder zumindest so weit sind. Denn gerade die jungen Menschen zu verknüpfen, ist wichtig in Europa. Finde ich auch. Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, um sich zu verstehen, dadurch haben wir keine Kriege in Europa. Genau. Und Münster hat eine Städtepartnerstadt mit der Stadt York, seit 1957, eine der ältesten in Deutschland. Und unsere jüngere Tochter hat mal, als sie 5 war, hat sie mal gefragt zu einem Freund von uns, der Bomberpilot war im Zweiten Weltkrieg, wenn du uns gekannt hättest, hättest du keine Bomben auf Deutschland geworfen. Ja. Und so, finde ich, machen wir heute Städtepartnerschaft und aktivieren uns da. Ja, so ein bisschen ist meine Familiengeschichte auch. Mein Vater, der ist Jahrgang 35 und als der so, naja, so 7, 8, 9 war, die wohnten ganz nah beim einzigen Pilotenausbildungsstandort in ganz UK. Und dann hat der immer diese Bomber aufsteigen sehen und fand das natürlich als kleiner Junge ganz großartig. Und dann war, hey, gewunken. Und meine Mutter ist Jahrgang 1940 und die ist durch Dresden geflohen am Tag nach der Bombardierung. Und hat diesen Geruch, sagt sie, immer noch in der Nase. Ne? Und das waren ja britische Bomber, die die Dresden bombardiert haben. Also diese Idee, mein Vater steht da und jubelt als kleiner Junge den Bombern zu, die vielleicht dann fast meine Mutter getroffen hätten. Das ist auch was mich sehr, sehr beeindruckt, immer noch. Und weshalb ich mir so wünsche, dass
wir in Europa und am liebsten auch in der ganzen Welt sowas nie mehr erleben müssen. Mhm. Das hoffe ich auch. Ja, das sind so viele Emotionen. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen berührt, weil das, wie Marianne, du auch schon gesagt hast, wenn du das irgendwie mit Beispielen erklärst, dann ist es irgendwie plötzlich so nah auch irgendwie. Und eigentlich, ja, will ich da gar nicht jetzt so rein in diese Unterhaltung. Wir haben ja gleich vielleicht auch noch die Zeit zu quatschen. Was mir auf jeden Fall auffällt, auch bei dieser Frage einfach, Europa ist halt auch kein Spielchen. So. Und ja. Ich finde es halt echt beeindruckend oder beziehungsweise ich bin geschockt, dass es halt trotzdem noch so viele Europa-Feinde, kann man ja regelrecht sagen, ihr Unwesen beispielsweise auf TikTok treiben. Tim, das ist ja jetzt dein Gebiet. Du setzt dich damit auseinander und du weißt ja auch, dass wir als SPD und auch Katharina auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, Kanäle haben. Ich würde tatsächlich mal ein ehrliches Feedback interessieren. Ah, das hat sie mir nicht vorher gesagt. Tim ist absoluter Vollprofi. So werde ich sehr, sehr selten genannt. Also, du machst das doch ganz gut, würde ich sagen. Ja, keine Sorge. Aber, nein, komm gleich. Generell sage ich immer, das trifft bei dir tatsächlich doch perfekt zu, dass Authentizität extrem wichtig ist. Also es gab mal eine Phase, da haben Bundestagsabgeordnete aller Parteien, fast aller Parteien, nicht der Rechtsextremen, die haben Tanzvideos gemacht, ja. Challenges, das will niemand sehen. Die junge Leute, die wollen angesprochen werden wie die Erwachsenen. Ich meine, die wollen sich ja erwachsen fühlen, dann, was sie auch sind in den meisten Fällen, wenn sie ja wählen können, muss man ja auch sagen. Und du kannst nicht diese Diskrepanz aufbauen, wo man dann ja quasi auf der einen Seite lustig und quasi hip mit den Kids wirkt und auf der anderen Seite aber will, dass die für einen quasi wählen gehen. Und das habe ich aber bei uns nicht so gesehen. Also ich habe gesehen, dass es hier richtig gemacht wurde. Dementsprechend an der Stelle auf jeden Fall ein Kompliment. Du hast einige Erklärvideos hochgeladen. Das ist generell eine Sache. Das ist doch meine Erfahrung. Die kommt super an. Also ich mache ja Bildungscontent auf der Plattform und was man gesehen hat, ist, die hören einem politisch auch stärker zu, wenn sie gesehen haben, dass man denen vorher irgendwas schon erklären konnte, weil eine Vertrauensbasis da ist. Wir kommen da auf dieser Plattform und die kennen uns nicht. Also wir reden hier von Leuten, die entweder sehr wenig auf den anderen sozialen Plattformen sind, zum Beispiel Twitter, was ja sehr politisch ist, oder aber von Leuten, die halt den Großteil ihrer Informationen per se von TikTok holen. Und das sind mittlerweile relativ viele in Deutschland auch. Und das finde ich, ist immer eine sehr spannende Challenge, weil das hat man weniger auf anderen Plattformen, dass die Leute einen einfach nicht kennen, wenn man jetzt irgendwie schon ein politisch hohes Amt hat. Ja. Und dass man sich denen dann auch da wirklich erstmal beweisen muss, indem man zum Beispiel Vertrauen aufbaut, indem man Sachen erklärt. Und das hast du gemacht. Insofern, da würde ich sagen, ein großes Plus. Andere können auch ein bisschen weniger tanzen. Das ist doch mal ein positives Feedback. Und ich würde sagen, wir haben jetzt im Prinzip ja auch in beiden Zumal, Fragen... Zumal, wenn du weißt, was Tim macht. Also, was ich folge, ein, ich bin Followerin. Ja. Yes. Willst du das nicht noch mal ein bisschen erklären? Weil ich finde das schon krass, dass man mit so einem Thema so eine Reichweite erzielen kann. Absolut. Also, ich glaube, Tim, du kannst das am allerbesten selber erklären. Astrophysik, Kosmologie, alles zum Weltall. Ich meine, es zieht. Die Sterne, schwarze Löcher und all das, die ziehen natürlich sehr zum Träumen auch an. Und das baut natürlich dann auch eine lustige Dynamik auf. Denn wenn man dann tatsächlich über Politik spricht, physikorientiert natürlich der Klimawandel, hören einem die Leute auch lieber zu, wenn man ihnen gerade erklärt hat, wie ein schwarzes Loch funktioniert. Also falls du eine Inspiration brauchst für irgendwelche Wahlkampfreden, in 100% der Fällen zieht das auf jeden Fall. Okay. Ansonsten hake ich auch gerne auf die deutschen Schüler ein wegen der PISA-Studie, aber das ist ein anderes Geschäft. Ich hab gestern auf einer Plattform so einen kurzen Ausschnitt gesehen von so einer Talkshow in irgendeinem dritten Programm, glaube ich, war das. So, weißt du, diese, wo ganz viele Gäste Olaf Scholz war da auch dabei. Und da haben zwei Wissenschaftlerinnen erklärt, dass eigentlich jedes Atom seinen Ursprung in einem Stern hat. Dass wir Menschen und alles andere auch eigentlich aus Sternenstaub gemacht ist. Würdest du das so unterschreiben? Also alle schweren Elemente, 99% der Atome im Universum nicht, fürchte ich, aber alle schweren Elemente, aus denen wir bestehen, sind fast alle, auf jeden Fall. Also alles, was nicht Helium und Wasserstoff ist, was nicht seit dem Urknall existiert, da siehst du ja, so gewinnen wir Zuschauer. das musste erst in den ersten Sternen fordern, 12 Milliarden Jahren, eventuell sogar schon 13 Milliarden Jahren produziert worden. Also wir sind wirklich alle aus Sternenstaub. Wir sind alle aus Sternenstaub und alles um uns drumherum ebenfalls, wie zum Beispiel dieser Käse. Ich stelle den mal ein bisschen näher zu euch, weil die beiden haben daraus nämlich eine ganz schöne Schlussfolgerung gezogen. Da kommen wir jetzt wieder zu den Omas for Future und Omas gegen Rechts. Die haben nämlich gesagt, wenn wir wirklich alle aus Sternenstaub sind,
dann gibt es ja kein besser, schlechter oder selbst groß anders. Dann sind wir alle eigentlich himmlische Wesen sozusagen und sollten einander auch so respektieren. Alle Lebensformen auf der Erde stammen von der gleichen Zelle ab. Ja. Krass, ne? Mhm. Ja, ich finde es ja eine träumerische Vorstellung auf jeden Fall. Und ich finde, es macht auch irgendwie, irgendwie Hoffnung. Ja. Also, was würdet ihr sagen? Geht europäischer Geist auch online? Er muss. Ich meine, ich habe immer den Scherz gebracht, wobei ein Scherz ist es ja eigentlich gar nicht, dass man online von Menschen aus allen Nationen beleidigt wird. es stimmt ja aber zumindest insofern, als... Verbindendes. Das hat was Verbindendes. Genau, das Verbindende. Aber nee... Natürlich, das ist ureuropäisch. Also ich hatte in meiner Heimatstadt es erlebt, dass Schüleraustausche abgenommen haben, massiv abgebaut haben, was zuerst als sehr dramatisch wahrgenommen wurde. Aber das ist doch sehr, sehr, sehr schade. Ich habe noch in Frankreich Austausch gemacht. Zu der Wahrheit gehört aber auch, dass das mittlerweile privat läuft. Mhm. Schüler reisen in andere Länder, um ihre Freunde zu treffen. Das heißt, es ist sogar besser geworden, könnte man sagen. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auf einem so hohen Level angekommen, dass viele tatsächlich nicht mehr es zu schätzen wissen, weil sie es als normalen Standard akzeptieren, weil wir es nicht anders kennen. Zumindest meine Generation kennt es nicht anders. Und darf ich noch mal nachfragen? Klar, auf jeden Fall. Zerstören wir die ganze Moderation. Nee, überhaupt nicht. Weil was wir ja auch beobachten gegenüber so meiner Generation auch, ist, dass Fremdsprachenlernen, vor allen Dingen auch die Sprache der Nachbarn lernen, total zurückgegangen ist. Würdest du auch sagen, dass da online was auch gegen tun kann? Doch, schon. Also das Lernen von Fremdsprachen, natürlich erstmal muss man sagen, aber ich glaube, das ist in eurer Generation ja auch sogar sehr weit vertreten. Englisch ist natürlich ab dem 13. Lebensjahr bei jedem mittlerweile durch YouTube tief eingepflanzt. Darüber hinaus, aber ja. Das war es jetzt bei uns nicht, aber... Ja, okay, das, das fing dann wahrscheinlich doch bei meiner Generation an. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass auch andere Sprachen dann sehr zur Geltung kommen. Also ich merke das auch in meinem Freundeskreis, und das müssen jetzt nicht irgendwelche hohen Akademiker sein, die aber alles Mögliche an Sprachen in ihrer Freizeit einfach aus Lust und Laune lernen, weil sie dann eben internationale Freunde kennenlernen. Erasmus wurde gerade genannt. Ich bin auch Organizer in Erasmus Networks. Da sieht man das ebenfalls, dass Leute dann zum Beispiel Menschen aus Polen kennenlernen und einen auf einmal mit Dzień dobry begrüßen. Ja. Was vermutlich gerade furchtbar falsch von mir ausgesprochen wurde. So auf jeden Fall, ja. Ja. Wir machen in Münster so immer ein Treffen an der Partnerstädte und dann wird dann Französisch gesprochen, Norwegisch und Englisch natürlich. Aber ja, leider gehört York, unsere Partnerstadt, nicht mehr. Ja, das stimmt. Trotzdem finde ich, macht das Gespräch mit euch Hoffnung, würde ich sagen. Ich bin auf jeden Fall motiviert und ihr wisst... Welche Fremdsprachen sprichst du eigentlich? Ach, da hast du mich jetzt was gefragt. Ja. Ja, also jetzt, ich versuche es kurz zu fassen. Oh. Ich spreche tatsächlich fließend Französisch. Sehr gut. Habe Abi Bac gemacht und wie du weißt, habe ich ja auch mal in Brüssel gearbeitet. Wobei ich das da ehrlich gesagt weniger gebraucht habe. Mhm. Und ja, Englisch spreche ich auch fließend. Ja, mein Hebräisch bezieht sich darauf, dass ich es eher lesen kann als sprechen. Was schon mal ganz gut da ist. Da bin ich schüchtern. Ja, und tatsächlich habe ich auch Spanisch und Italienisch gelernt. Ja. Das und ist schon eine ganze mein Menge. Mein Ex-Mann kommt aus Zypern. Griechisch habe ich auch mir noch ein bisschen angeeignet. Aber so, das war es dann. Kalispera. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch so gerne höre. Entschuldigung. Aber was auf jeden Fall stimmt, ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, es macht so einen Unterschied, in welchem Alter du eine Sprache lernst. Also ich kann von einem dreiwöchigen Urlaub in Griechenland kann ich noch Wörter. Und von meinem einen Jahr in Frankreich, was mittlerweile... Gott, das ist peinlich, peinlich, peinlich. Das ist 35 Jahre her. Darf ich das überhaupt noch sagen? Mhm. 35 ist keine schlimme Zahl. Ich bin fast so alt. Ja, okay. Also keine schlimme Zahl, 35 Jahre her. Ich kann wirklich noch richtig gut Französisch. Mhm. Aber dann Spanisch zu lernen, jetzt Niederländisch zu lernen, das fällt schwerer, je älter man wird. Also besser, wenn man jung ist. Wann war denn dieser dreiwöchige Urlaub? Weil ich bin jetzt 23 und das geht hier rein und da raus. Da war ich 10. Okay, okay. Aber ich habe dann da mit den, weil wir waren bei Freunden und ich habe da echt dann mit diesen Kindern
Spiele gespielt und dann musste man zum Beispiel, also wenn du Verstecken spielst, dann musst du bis 10 zählen, das musst du mal direkt am ersten Tag lernen. Ne? Und so, dass du was trinken willst und was essen willst, das geht auch ganz schnell. Ja, man ist dann einfach gezwungen, die Sprache zu sprechen und dann kriegt man diesen kleinen Schubs, den es irgendwie braucht. Aber du bist ja dann auch mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen. Mit zweien, ja. Also noch relativ entspannt, ja. Mit Deutsch und Englisch, was man, wie du richtig sagst, ja sowieso lernt. Also ich denke, manchmal sage ich zu meinem Vater im Spaß, warum bist du nicht Grieche oder Ungar oder so? Dann hätte ich was gelernt, was ich nicht sowieso nachher gelernt hätte. Aber es ist natürlich trotzdem toll. Ich glaube, es geht einfach darum, also bei mir hat es jedenfalls den Effekt gehabt, dass ich total Lust auf Sprachen habe und dass ich auch ein gutes Gehör für Sprachen habe. Ja. Und vielleicht ist das so bei Babys, wenn dann der Vater das spricht und die Mutter das spricht, dass du dann so feiner hinhörst auf die Melodie oder so. Womit wir fast wieder bei den zukünftigen Enkelkindern wären. Ja, die Freundin meines älteren Sohnes, ihre Eltern stammen aus Vietnam. Mhm. Hallo ihr beiden, ich hoffe, ihr seht es nicht. Aber, und kein, no pressure, ja, no pressure. Grüße gehen raus. Oh Gott. Das habe ich noch nie gemacht. Die bringen mich um. Wir grüßen sehr gerne. Wir reden ja auch gerne mit unserem Publikum da draußen, was uns zuschaut und auch wieder aktiv abstimmen konnte. Es gab nämlich eine letzte Umfrage. Tatsächlich, wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Oh. Ich würde behaupten, es hat mindestens so viel Spaß gemacht wie ESC gucken. Ja. Und wir haben gewonnen. Und genau, ihr habt sehr gut. Wir haben ausnahmsweise mal gewonnen. Deutschland hat gewonnen. Jawohl. Es ist absolut richtig. Und die letzte Frage, die es gab, war tatsächlich, welches der Plakate, die ja schon hängen, ist euer Lieblingsplakat? Es wird also ein bisschen visuell. Ihr konntet die Plakate sehen und abstimmen. Und habt ihr auch abgestimmt? Ihr dürft aber gerne sagen, welches Plakat ihr am schönsten findet. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch schon. Und, das sind die ganzen Themenplakate und das eine Personenplakat. Genau, und das Personenplakat. Und wir sehen hier, die Auflösung ist, das Themenplakat gegen Hass und Hetze ist am beliebtesten. Das hast und du auch genommen. Wir haben da mal was vorbereitet. Und zwar haben wir das Plakat hier auch noch mal in groß. Oh, ich habe es geschnappt. Hier ist es. Das ist unser Gewinnerplakat. Es ist eine starke Botschaft. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr auch so gestimmt? Ja. 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 Okay, einstimmige Antwort. Und eine tolle Farbe. Eine tolle Farbe hat es auch noch. Tolle Farbe. Ich habe eine Idee. Sollen wir das nicht einfach jetzt mal, dass alle unterschreiben, die Gäste hier, und dass wir es dann verlosen? Das finde ich eine fantastische Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt bringe ich wieder alles durcheinander. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja auch das Hangout-Format. Wir sind hier auf dem Sofa, wir hängen quasi ab und sind spontan. So wie man das auf dem Sofa macht, haben wir auch Snacks. Und ich finde das eine klasse Idee. Wir machen das auf jeden Fall. Ich kann ja sogar Olaf fragen, ob er noch mit unterschreibt. Boah. Wir nehmen alle Unterschriften, die wir kriegen können, auf diesem fantastischen Plakat. Und macht auf jeden Fall gerne bei der Verlosung mit. Genau. Ich glaube, ich hätte gesagt, mein Lieblingsplakat ist das mit dir und Olaf drauf, tatsächlich, weil einfach Menschen drauf sind. Ja. Und wie war das eigentlich für dich? Also es steht ja auch drauf, Deutschlands stärkste Stimme für Europa. Mhm. Wir haben es hier hinten auch nochmal als Sticker. Ja. Was hat das mit dir gemacht, als du das gehört hast? So, das ist der Claim und ja, ich bin die stärkste Stimme. Also... Das ist immer ganz schwierig, über sich selber zu reden, finde ich. Bin ich halt jetzt auch sehr Frau, ne? Mhm. Aber ich empfinde im Moment so ein klein bisschen Genugtuung, weil ich mit dem Thema Demokratie und Rechtsstaat ja wirklich schon viele, viele, viele Jahre unterwegs bin. Also es begleitet mich privat schon seit meinem 20. Lebensjahr. Ja, das sind jetzt noch mehr als 35. Nee, das sind ziemlich genau 35 Jahre. Und politisch, ja, mein ganzes politisches Leben. Und so lange hieß es, ja, Demokratie, wen interessiert das denn? Und so abstrakt und lalala. Und jetzt ist das total im Fokus. Hunderttausende, Millionen Menschen gehen dafür auf die Straße. Mhm. Und da bin ich eben auch in Europa eine wirklich starke Stimme. Das ist in Europa fast bekannter als hier in Deutschland. Ich habe heute einen Podcast aufgenommen und da sagte der wieder, das höre ich öfter, ja, als Ministerin waren sie so präsent und danach sah man sie nur noch so wenig. Ja, das ist aber, weil die Leute, also weil man ja über Europa nichts hört. Darüber wird auch nicht, gerade über das Europäische Parlament, wird ja fast nicht berichtet. Mhm.
Ich frage dann immer zurück, dann nennen Sie mir mal einen Europaparlamentarier, über den Sie mehr gehört haben als über mich. Und dann denken die, ja, stimmt eigentlich. Eigentlich hören wir gar nichts über das Europäische Parlament. Also, um auf deine Frage zu antworten, in Polen, in Ungarn, aus diesen Ländern, da kriege ich unheimlich viele Zuschriften, die sagen, Mensch, danke, dass Sie das machen. Weil für uns ist das, und das Polen ist jetzt, wo die gewonnen haben, natürlich noch viel mehr. Für uns war das so wichtig, dass wir wussten, wir haben Rückhalt in Europa. Und da sind Menschen, die unterstützen uns und die sehen, was wir tun und unsere Probleme hier. Und deswegen fühle ich mich durchaus als eine starke Stimme und eine der stärksten Stimmen in Europa. Auch wenn man das über sich irgendwie, ich finde es immer komisch, das über sich selber zu sagen, aber es ist so. Apropos Plakate, darf ich noch was sagen? Na klar. Ihr könnt übrigens auch Wesselmänner, diese ganz, ganz großen Plakate, könnt ihr buchen, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und sagt, ich finde jetzt ein bestimmtes Motiv, die gibt es dann auch online, ich finde die so toll, ich möchte in meiner Region oder in meiner Stadt auch so einen Wesselmann stehen haben, dann könnt ihr das spenden sozusagen. Das ist richtig. Unser Plakatspendetool, das ist eine klasse Sache. Mhm. Wir haben viele verschiedene Dinge, Angebote und ja, um auf dem Laufenden zu bleiben, ich habe deine Sozenbande, deinen WhatsApp-Kanal schon erwähnt. Da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sei es die Verlosung dieses Plakates oder meinetwegen auch nochmal das Plakatspendetool. Ja, abonniert gerne diesen Kanal. Wir werden jetzt hier auch nochmal den QR-Code einblenden für euch, damit ihr dann schnell auch noch in Katharinas Sozenbande hüpfen könnt, sozusagen. Und ja, Katharina, ich würde sagen, das waren echt ganz schöne Schlussworte. Ich bin auf jeden Fall motiviert. Und ja, hast du ich noch... Ich auch. Und ich fand das so nett. Vielen Dank euch allen. Also, ich glaube, Horst hat das gesagt, es ist so wichtig, dass man dieses Menschliche bewahrt. Und das ist in der Politik manchmal nicht so einfach. Und wenn man dann so Begegnungen hat wie heute mit euch vielen... Entschuldigung. das tut mir auch total gut. Es gibt mir wieder auch ganz viel Kraft, jetzt weiterzumachen, weil es ist schon auch anstrengend, die ganze Zeit zu kämpfen bei so einem harten Wind, in dem wir im Moment stehen. Das ist absolut aber richtig. Aber mit euch zusammen ist das viel leichter. Danke dafür. Ja, danke auf jeden Fall auch an euch, an alle unsere Gäste, an dich, Katharina. Mir hat es auch total viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter und werden uns hier um die europäischen Snacks kümmern. Und an euch zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt mit uns dabei, macht mit uns Wahlkampf. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch bei der nächsten Großkundgebung in Karlsruhe am 18. Mai. Mhm. Geht's weiter und bis dahin einen schönen Abend aus Berlin. Tschüss.